wie du organisch eine Gruppe von 1000 Leuten aufbaust in Facebook. Um das geht's heute. Ich bin Amata Bayerl und habe vor über einem Jahr meine Gruppe gegründet, Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und habe damals, ja, das erstmal so ein bisschen einfach nebenher gemacht, ein paar eingeladen und das war's. Irgendwann ist mir klar geworden, was für ein Potenzial denn drin steckt, wenn man eine eigene Gruppe hat, weil hier einfach, ja, ganz anders eine Community wächst, gemeinsame Ziele verfolgt werden, Vertrauen aufgebaut wird, etwas geschieht. Und dann habe ich mich entschieden, dass die Gruppe wachsen soll und darf. Und dazu sind in meinen Augen zwei Dinge erforderlich gewesen für mich, die mich dahin gebracht haben, 1000 Menschen organisch aufzubauen. Ich habe dann mal kurzfristig Werbung benutzt, aber die fast 1000 habe ich erstmal organisch aufgebaut, danach wieder weitergemacht. So. Und das allererste ist wirklich den Fokus darauf zu legen, meine Gedanken auszurichten daraufhin, was ist der Nutzen für Menschen, die zu mir in die Gruppe kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du eine Gruppe aufbauen willst, dass du deine Gedanken, deine Ausrichtung darauf hinrichtest, was ist das Lebensverändernde, was ist das Geschenk, was hat der andere davon, dass es dich gibt, dass es deine Gruppe gibt. Das ist diese Grundausrichtung, diese Grundeinstellung und ich glaube, das ist die absolute Grundlage schlechthin, dich hineinzuversetzen und zu spüren und wahrzunehmen und dich in die Energie zu begeben, wie du die Menschen anziehst, die genau zu dir passen. Also die richtigen Menschen anzuziehen, in diese Energie dich reinzubegeben. Das hat mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen zu tun. Also erstes und Grundlage das. Das zweite ist, dass ich schlicht und ergreifend nicht nur im Gefühl mich begeben habe, sondern dafür auch was getan habe. Ich habe Menschen informiert über meine Gruppe. Ich habe alle meine persönlichen Freunde und Kontakte angeschrieben, persönlich angeschrieben und sie informiert. Das war richtig Arbeit. Und ich habe in verschiedenen Gruppen, Marketinggruppen, wo das erwünscht ist und gemacht werden darf, andere geliked, kommentiert und mich selber auch vorgestellt mit meiner Gruppe. Und so habe ich innerhalb kürzester Zeit mir eine Gruppe von über 1000 Frauen aufgebaut. Das möchte ich dir heute mitgeben. Es ist möglich, organisch zu wachsen. Ich habe dann ja mal kurzzeitig Werbung geschalten, bin dann von Facebook gesperrt worden und was auch immer. Das ist auch alles gut so, denn es zeigt mir, ich habe ja organisch aufgebaut und habe genau hier meine Expertise, dass das möglich ist. Und ich glaube, für die allermeisten, die starten, ist genau das der richtige Punkt. Später kann man sicher mal Werbung schalten und es macht bestimmt auch Sinn. Und wenn jemand auch genügend Geld hat, weil Werbung kostet erstmal Geld und braucht eine finanzielle Investition, um zu schauen, welche Werbung passt denn überhaupt, ist die Zielgruppe richtig eingestellt, etc. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da war es sehr günstig in Facebook und sehr leicht. Das hat sich in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr verändert. Möglich ist es immer noch. Aber im ersten Step organisch aufbauen und die zwei Punkte beachten. Und ich denke, dann wirst du deine Gruppe so füllen und mit den Menschen, die genau zu dir passen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße aus Thailand.